Beziehungstipps zur Adventszeit. Von und mit Mario Barth. Hallo, hier ist wieder euer Mario mit Tipps für eine glückliche Beziehung. Der Dezember ist ein ganz, ganz schwieriger Monat. Ja, weil es so viel zu essen gibt. Und zwar überall. In jedem Büro liegen Plätzchen. Frauen, die das Wort Kochen im Lexikon eigentlich erst nachschlagen hätten müssen und sonst sogar das Wasser anbrennen lassen, fangen an zu backen. Ja, eine Frau kann einen Keks nicht ablehnen. Für mich ist es ganz einfach, ich sage immer, dass ich nichts esse, wo kein Fleisch drin ist. Wenigstens Bacon. Aber das glaubt man einer Frau nicht. Nein, den Keks einer anderen Frau abzulehnen ist schon fast wie eine Kriegserklärung. Deswegen nimmt meine Freundin zum Beispiel in der Weihnachtszeit jeden Tag genau 185 Gramm zu. Ja, woher ich das weiß? Mathematik. Denn sie stellt sich immer am 27. Dezember morgens auf die Waage und jedes Jahr das gleiche Drama. 5 Kilo zugenommen und dann kommt sie aus dem Bad und macht ein Gesicht, Mundwinkel ganz weit nach unten, die sogenannte Hausfrauensichel. Und dann weiß ich genau, jetzt ein falsches Wort und ich bin geliefert. Größter Fehler wäre jetzt ein lustiger Spruch, so nach dem Motto. Und was sagt die Waage? Bitte nur einzeln draufstellen? Ja, liebe Männer, das geht nach hinten los. Frauen, die kurz nach Weihnachten frisch von der Waage kommen, sind verletzlicher als eine Schnecke, der man gerade das Haus geklaut hat. Ja, und auf diesen Moment müssen wir vorbereitet sein, denn jetzt braucht unsere Liebste Trost und ein Mann, der steif und fest behauptet, dass die Waage kaputt ist. Ja, und dass man definitiv nichts von den Kilos sehen würde. Wenn das alles nicht hilft, dann schenke ich euch jetzt das ultimative Kompliment für Notfälle. Einfach nur sagen, Schatz, perfekt aussehen müssen nur Frauen, die sonst nichts können. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, euer Mario.